Zwischen Lichterkitsch und Weltchaos. Der Advent überfordert mich regelmäßig. Ich erzähle euch, was ich im Advent wirklich brauche. Mein Name ist Anna Manon Schimmel, ich bin Dorfpfarrerin in der Ortenau. Gott, im Advent, da machen wir es uns schön. Zu Hause in unseren Wohnzimmern. Mit funkelndem Kerzenlicht und Tannengrün. Mit Gold, Glitzer, Engelchen und Lichterkettenzauber. Ja, leuchtend hell soll es überall werden. Alles zur Perfektion vorbereitet, um Jesus, dein Kind, zu empfangen. Aber manchmal, Gott, ist mir das alles too much im Advent. Die makellosen Stuben, diese künstlich heile Deko-Welt. Zu viel Kitsch, zu viel Gold, zu viel Licht, zu viel Zucker, zu viel Schein, zu viel heilige Familie. Ja, Gott, auch ich sehne mich nach heiler Welt, nach Frieden. Doch fühlt sich Advent oft an, als würden wir den Unfrieden in der Welt mit einer dicken Schicht aus weißem Zuckerguss überdecken wollen, damit wir das Weltchaos nicht mehr sehen. Doch das können auch unsere Lichter nicht verdrängen. Die Welt braucht dringend deinen Frieden, Gott. Amen. Manchmal, da muss ich der übertriebenen Helligkeit des Advents entfliehen. Dann brauche ich einen Ort, wo es so richtig ehrlich zugeht und weltlich. Ich gehe gern hier in die Dorfkneipe. Sie ist sozusagen mein Ersatzwohnzimmer, mein Zufluchtsort. Denn hier bin ich ganz ich. Ich muss nicht sein, was ich nicht bin. Ich setze mich an den Tresen, der Wirt stellt mir schon mein Getränk hin. Am Stammtisch nebendran sitzen altbekannte Gesichter. Jeder duzt hier jeden. Es riecht nach Kartoffelsalat und Bier. Hier ist einfach alles echt. Die Menschen mit ihren Lebensgeschichten, die großen Fragen, die hier gestellt werden, auch die manchmal rauen Antworten, die man bekommt. Wenn ich möchte, darf ich reden. Selbst Schweigen ist erlaubt. Und das aufmunternde Schulterklopfen des Wirts ist Balsam für meine adventsüberforderte Seele. In meiner Stammkneipe erlebe ich oft so etwas wie Frieden. Manchmal mehr als zu Hause. Weil es hier keiner Vorbereitung bedarf. Weil hier Ehrlichkeit vor Heiligkeit kommt. Weil hier mehr Sein als Schein ist. Weil hier niemand so tut, als ob. Maria und Josef, die waren schließlich auch nicht wirklich vorbereitet auf das, was da auf sie zukam. Bei denen gab es kein Friede, Freude, Lichterkette. Stattdessen Improvisation in derber Realität. Und das Kind kam, egal wie. Und auch dieses Jahr kommt's. Das Kind kommt zu dir. Egal, ob du zum Team Gold-Glitzer-Perfektion im Wohnzimmer gehörst oder zum Team raue Kneipengeselligkeit. Oder zum Team irgendwas dazwischen. Das Kind kommt zu dir. Nichts hält es auf. Dieses Kind heißt Jesus. Und es bleibt nicht Kind, es wird Mann werden und uns vorleben, wie bedingungslose Liebe und Frieden gehen. Und ich mag mir vorstellen, dass dieser Jesus hier neben mir am Tresen sitzt. Ich trinke Bier, Jesus trinkt Wein. Erst reden wir über Belanglosigkeiten und dann stelle ich ihm meine großen Fragen. Schonungslos ehrlich sind seine Antworten. Wir stoßen an. Prost Jesus, sage ich. Prost Anna, antwortet er. Zwischendurch erzählen wir uns unsere Lieblingswitze. Lachen ist gesund, sagt er. Und immer wieder darf ich einfach erzählen von meinen Sorgen im Alltag, von meinen Ängsten um unsere Welt. Jesus nickt wissend und klopft mir stärkend auf die Schulter. Und dann sagt Jesus genau das, was ich in diesem Advent wirklich brauche. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich gebe dir nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lass dir im Herzen keine Angst machen und lass dich nicht entmutigen. Ich wünsche dir Frieden und Zuversicht in diesem Advent. Frieden in deinem Wohnzimmer und in deiner Stammkneipe. Frieden mit deiner Familie. Frieden in deinem Herzen. Jesus kommt und will diesen Frieden für unsere Welt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen.
Am Riesenrad kann ich gar nicht anders, als nach oben zu schauen. Hier auf dem Karlsruher Marktplatz folge ich der Bewegung zwischen Himmel und Erde. Das verändert meinen Blick und es verändert die Welt. So ist Weihnachten. Ich bin Heike Springhardt, Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. In diesem Jahr sehne ich mich besonders nach Licht und nach Wärme. Ich spüre noch mehr, wie sehr diese Welt Gottes Zuwendung braucht und sich nach Frieden sehnt. In diesen kalten und dunklen Tagen rückt mir die Armut und die Wärme des Stalles besonders nah. Hier auf dem Karlsruher Marktplatz finde ich es besonders schön. Das Riesenrad fasziniert mich. Für wilde Achterbahnen bin ich nicht geschaffen. Aber in das langsam auf- und absteigende Riesenrad steige ich gerne ein. Manchmal bleibe ich einfach stehen und freue mich über die vielen Gesichter, die erwartungsvoll, verzaubert und mit so einem Kinderstrahlen am Riesenrad stehen, egal wie alt sie sind. Für die einen ist die Freude am Riesenrad ansteckend. Für die anderen wird der Schmerz über die Brüche im Leben noch größer, wenn sie mit ihren leer geweinten Augen die strahlenden Augen der anderen sehen. Ich steige in die Gondel und die Welt wird eine andere. Jedenfalls für die Dauer der Fahrt auf dem Riesenrad. Zwischen dem Rathaus und der Stadtkirche fahre ich hoch und immer mehr von den Dächern ist zu sehen. Ich genieße den Weitblick in alle Richtungen. Die Häuser, das Schloss, die Menschen auf dem Marktplatz, das Lichtermeer und den Engel auf der Kirche. Ein herrliches Gefühl von Freiheit und Weite und Abstand von dem, was den Alltag manchmal so mühsam macht. Dann geht es auch schon wieder nach unten. Ich erkenne die Gesichter der Menschen, ich höre die Klänge des Weihnachtsmarkts, das Gemurmel der Stadt und ich rieche diese eigenen Weihnachtsmarktgeruchmischung aus Schupfnudeln und gebrannten Mandeln. Im Riesenrad erlebe ich viel von dem, was Weihnachten für mich bedeutet. Eine lebendige Bewegung zwischen Himmel und Erde. Gott kommt mitten hinein in unsere Welt. Auf den Marktplatz und zwischen die Weihnachtsmarktbuden. In die Amtsstuben im Rathaus und in die weihnachtlich beleuchtete Stadtkirche. In die immer noch unaufgeräumten Wohnzimmer und an den kargen Esstisch in der kaum beheizten Wohnung, wo schon lange niemand mehr zu Besuch kam und wo die Stille ohrenbetäubend ist. Gott bleibt nicht im hohen Himmel und weit weg. Gott lächelt mich aus der Krippe an. Menschlichkeit wird göttlich. Gott wird Mensch. Diese Bewegung hat kein Ende. Und wenn ich in der heiligen Nacht im Kerzenschein einer Kirche mit vielen anderen O du Fröhliches singe, dann tut sich eine andere Welt auf. Dann ist es, wie wenn ich aus dem Riesenrad die Stadt für einen Moment von oben sehe. Meistens wische ich mir dann auch verstohlen ein paar Tränen aus dem Auge. In ihnen liegt alles. Die Rührung über den Zauber der Weihnacht, das offenere Herz für die auch an Weihnachten unerfüllten Sehnsüchte und diese Dünnhäutigkeit, die gerade dann möglich ist, wenn ich Nähe erlebe. Göttliche Nähe und göttliche Menschlichkeit. Das Riesenrad dreht sich immer weiter. Es nimmt mich mit nach oben, lässt mich weiter sehen und weiter hoffen als auf das, was unmittelbar vor mir liegt. Und dann geht es nach unten, mitten hinein ins Leben mit seinen Niederungen und Abgründen. Genau dort hinein kommt Gott. Ich sehe und ich spüre sie an Weihnachten stärker. Die Sehnsucht nach Frieden. Im Kleinen mit den Menschen, die mir fremd geworden sind. Und im Großen auf dieser von Krieg und Elend geschüttelten Welt. Gott setzt sich in Bewegung in unsere Welt und in unsere Herzen. Gott setzt mich mit in Bewegung. Oben und unten kommen zusammen. Die ganz unten werden aufgerichtet und Gott kommt aus den Höhen des Himmels auf die Erde, wo wir Menschen sind. Gottes Geist verbindet sich mit uns und bleibt bei uns. Menschlichkeit wird göttlich. Über die Felder von Bethlehem und über die Dächer unserer Städte und Dörfer klingt die Weihnachtsbotschaft der Engel. Friede auf Erden. Wir erhoffen und ersehnen den Frieden, das Schweigen der Waffen, das Ende der Gewalt, das Ende von unmenschlichem Taktieren mit Kälte und den Härten des Winters. Gott erhöht uns Menschen. Er legt uns die Weihnachtsfreude ins Herz und weitet unseren Blick über unseren Alltag hinaus. Die Welt wird eine andere.
und mein Blick geht über den Horizont meines eigenen Lebens hinaus. Bei dieser Bewegung kommen wir immer wieder am Engel vorbei. Auf dem Kirchturm sehe ich ihn aus dem Riesenrad. Fürchte dich nicht, ruft er uns zu. Gegen die Ängste und Befürchtungen singen wir an Weihnachten von der stillen und heiligen Nacht. Davon, dass Gott hoch vom Himmel kommt und uns eine gute neue Mär bringt. Alle Jahre zeigt es sich wieder, dass das Christuskind auf die Erde kommt, nieder zu uns Menschen und mit seinem Segen ein- und ausgeht in unseren Häusern und Wohnungen. Jesus ist geboren. Seither sind wir nicht mehr allein im Riesenrad des Lebens. Gott fährt mit, bleibt an unserer Seite, manchmal still und unerkannt. Und ganz egal, ob ganz unten oder ganz oben oder irgendwo dazwischen. Diese Zusage steckt in den vertrauten Worten der biblischen Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Gott segne Sie. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Thank you.